Große Knopfaugen und ein kuscheliges Fell und das unterm geschmückten Weihnachtsbaum, da schlägt so manches Herz höher. Tiere sind jedoch als Weihnachtsgeschenk keinesfalls geeignet. Das weiß auch Michael Sperlich, Geschäftsführer des Leipziger Tierheims. Ein Tier als Präsent, das wird bei ihm nicht gerne gesehen. Wir beachten natürlich auch unmittelbar vor Weihnachten, wenn wir den Verdacht haben, dass Tiere als Geschenke angeschafft werden, dass wir dort also nicht vermitteln, beziehungsweise dass wir darauf einwirken, dass das Tier, was ein Geschenk sein soll, also dann als Familienanschaffung erfolgt, und zwar unter Beteiligung aller. Denn so groß die Sehnsucht nach einem vierbeinigen Freund auch sein mag, die Anschaffung eines Tieres muss wohl überlegt sein. Ein Tier braucht nicht nur viel Liebe, sondern auch Zeit und Beschäftigung sowie finanzielle Mittel, etwa für Futter und Arztbesuche. Etwa 10.000 Euro kostet ein Hund sein Herrchen im Laufe seines Lebens. Michael Sperlichs Hündin Nele wurde vor 9 Jahren im Februar mit nichts als einem Glitzerhalsbändchen ausgesetzt. Vermutlich war sie ein Weihnachtsgeschenk, das jemandem zu viel wurde. Glücklicherweise kommt so etwas heute immer seltener vor. Wir haben das Problem, dass nach wie vor die Tiere dann kommen, die während der Feiertage stören oder aus sozialen Gründen. Also die Tiere kommen schon, aber es sind nicht mehr die klassischen Weihnachtsgeschenke, es ist nicht mehr der Welpe mit dem Glitzerhalsband etc. pp. Also das hat sich wirklich deutlich verändert in den letzten Jahren. Wer ein Tier nach reiflicher Überlegung in seine Familie aufnehmen möchte, bekommt bei einem Besuch im Tierheim genug Zeit, sich den Vierbeiner seines Herzens auszusuchen. Dazu kann man im Übrigen auch die Weihnachtsfeiertage wunderbar nutzen.